Und ich übergebe das Wort dem Herrn Hofbauer vom Verlag, während das zum Vorstellen der Smartphone-Aufgaben, die wir jetzt ganz gespannt von Ihnen hören werden. Danke. Dankeschön, Frau Pollek. Herzlich willkommen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Wie ich in der Beschreibung geschrieben habe, würde ich gern das ganz konkret machen und all jene von Ihnen, die einen Digi4School-Zugang bereits haben, egal ob jetzt Lehrer- oder Schülerzugang, das ist egal, einladen, dass Sie ganz konkret mitmachen. Wie die Frau Pollek schon gesagt hat, geht es darum, dass ich Ihnen zeigen möchte, wie Sie mit den interaktiven Übungen zu den E-Book Plus, im konkreten Fall jetzt eben von Veritas und ganz konkret anhand unseres Englischlehrwerks Easy, wie Sie da Aufgaben stellen können im digitalen Klassenzimmer von Digi4School, wie Ihre Schülerinnen diese Aufgaben am Smartphone durchführen und wie Sie dann die Ergebnisse, die automatisch erstellten Ergebnisse einsehen können. Und lade Sie eben ein, dass Sie an Ihrem Smartphone jetzt mitmachen und die wir jetzt mit dem Bildschirm freigeben. So. Und dann sollten Sie hoffentlich jetzt gleich die Digi4School sehen. Und Sie sehen, ich bin zusammenräumen. Ich bin da bereits angemeldet und ich erstelle jetzt einfach einmal eine neue Klasse und werde dann den Klassencode Ihnen geben und lade all jene eben ein, die einen Digi4School-Account haben, dass sie der Klasse beitreten. Und die, die mitmachen wollen, denen gebe ich dann auch noch einen Zugangscode zu unserem E-Book Plus Easy 2, Out and About with Mira. Der gilt dann auch 7 Jahre, also das haben Sie dann auch 7 Jahre lang, das E-Book, die Materialien und die interaktiven Übungen. Und dass wir das dann gemeinsam einfach durchspielen. Also ich erstelle jetzt einfach meine Klasse auf, man hat das jetzt der Zoom-Link auf Digi4School und hole mir da aus meinem Ablauf sozusagen, dann erspare ich mir das Tippen, erstelle ich eine neue Klasse, die nenne ich eben die Education Praxistage 2022, Unterrichtsfach Englisch und 2022 und sage Speichern. Und dann wird diese neu erstellte Klasse auch gleich angezeigt. Und Sie sehen, die ist logischerweise noch leer. Es gibt keine Benachrichtigungen, es gibt keine Mitglieder, außer ihr selbst. Und es gibt auch noch keine E-Books. Jetzt werde ich eben einen Klassencode erstellen. Und ich kopiere den Code gleich einmal in den Chat. So, jetzt muss ich den Chat finden. Da ist er. Also, oder Sie arbeiten eben mit dem Smartphone und können gleich den QR-Code verwenden. All jene von Ihnen, die eben mitmachen möchten und dann Digi4School Zugang haben, bitte steigen Sie ein auf Digi4School und treten Sie der Klasse bei. Wie das geht, zeige ich in einem zweiten Browser und da eben schon jetzt beim Anmelden. Ist lustig, die gespeicherten Passwörter kann er nicht in der mobilen Ansicht. So, da steige ich mit meinem Schorschi Schüler ein, mit dem Georg Schüler, das ist ein Schüler und der wird jetzt auch dieser neu erstellten Klasse beitreten. Das heißt, ich klicke auf Klasse beitreten und gebe jetzt diesen Code ein. Und bin dann sofort in der Klasse E-Education Praxistage 2022. Jetzt wechsle ich wieder in meine Lehrersicht und aktualisiere da mal vielleicht. Ja, super. Frau Bollig, Sie haben mitgemacht. Und die Frau Blaske ist auch schon beigetreten und eben mein Schüler Georg. Und vielleicht kommt ja doch noch die eine oder andere Teilnehmerin im Workshop auch. Der Code ist so eh im Chat. So, ich habe keine Klasse beitreten zu den Klasse erstellen. Da gebe ich dann die Ansicht. Auch wenn man als Lehrer, dann muss ich da her, jetzt gehe ich raus aus der Klasse. Bei Klasse erstellen gibt es, also die Frau Denninger ist das jetzt, von den EduTest nämlich, gibt es den Reiter Klasse beitreten.
Das ist ein bisschen versteckt. Ah ja, gerne. Das heißt, da dann den Code rein und dann sollten Sie auch schon in der Klasse drinnen sein. Ich mache die Klasse jetzt wieder auf als Lehrer, gehe wieder auf die Mitglieder. Ja, super, ist ja großartig. Da hat sich ja was getan, machen etliche mit. Sehr gut. Der nächste Schritt ist, und ich zeige Ihnen später dann auch eine Checkliste, die wir vorbereitet haben, sowohl für Lehrerinnen als auch für Schülerinnen, die Schritt für Schritt, was man tun muss, damit man solche Aufgaben am Smartphone durchführen kann. Oder auch am PC logischerweise. Der nächste Schritt ist nämlich jetzt, dass wir alle, also die Schüler da in dieser Klasse, das E-Book Plus freischalten, mit dem dann gearbeitet wird. Aber zuerst muss ich es einmal als Lehrperson hinzufügen. Und da klicke ich auf E-Book hinzufügen. Jetzt habe ich das schon aktiv in meinem Digi4School-Account. Wäre das da völlig leer, wäre es auch kein Problem. Dann einfach auf Zugangscode einlösen, klicken, dort den Code, den Sie gleich von mir kriegen, eingeben, auf OK. Dann scheint es eben auch auf. Und ich nehme es jetzt aus meiner Vorauswahl. Und jetzt ist das E-Book Plus in diesem digitalen Klassenzimmer drinnen. Und normalerweise, wenn man eben jetzt in die Mitgliederliste schaut als Lehrer, sieht man bei den meisten dieses Warndreieck sozusagen. Was bedeutet das? Folgende Titel wurden noch nicht eingelöst. Das heißt, diese Schülerinnen sind in meiner Klasse, aber sie haben das E-Book Plus, mit dem wir arbeiten, noch nicht eingelöst. Konnten sie auch noch gar nicht, weil ich muss ihnen jetzt erst den Code geben. Und ich werde das jetzt einfach in der Reihenfolge machen, wie sie da aufgelistet sind und bitte sie eben, dass sie in der Reihenfolge den Code dann verwenden. Das heißt, der erste Code, den ich jetzt in den Chat kopiere, der ist, so jetzt muss ich hin und her hupfen, für die Frau Blaske, bitte. Also mit diesem Code bitte das E-Book Plus freischalten. Und zwar, indem Sie, jetzt bin ich wieder der Schüler, einfach so. Der hat das schon, um das vorzuzeigen für alle, muss ich fast einen Schüler nehmen, der das nicht hat. Obwohl sie finden es, glaube ich, sonst schon auch. Also im Prinzip ist einfach beim E-Book unten Zugangscode einlösen, beziehungsweise eben auf die Klasse klicken und dann auf Zugangscode einlösen. Wenn ich jetzt aktualisiere, hoffe ich, na, bei der Frau Blaske ist es noch da. Also dieses Warndreieck sollte, achso, das war nicht direkt. Aha. Alles klar, danke Frau Denninger, ich habe das nur. Ich schicke es an alle, das ist jetzt nicht an alle gegangen. Das sind nicht alle im Meeting. Jetzt müssten Sie im Chat den Code gekriegt haben, dieses 10ZHMFMB2. Und da bitte ich eben die Frau Blaske, dass Sie den Code nehmen und den einlösen in dieser Klasse. Und die nächste wäre dann eh die Frau Denninger. Das heißt, da holen wir uns den nächsten Code. Der jetzt in den Chat gekommen ist. Super, Frau Denninger hat ihn schon eingelöst. Dann für die Frau Bolleck nehmen wir diesen Code. So. Für die Frau Brandner. Diesen da. Der Schüler Georg
hat ihn eh schon eingelöst, der Herr Veit, für den Herrn Veit nehmen wir Code nehmen zum Einlösen. Und dann haben wir noch die Frau Zotter. Hat sich einen anderen Code geschnappt oder hat einen eigenen gehabt? Also Sie haben offenbar das E-Book Plus schon eingelöst. So, Frau Blaske und Frau Pollek und Herr Veit, wollen Sie das jetzt noch einlösen und mitmachen? Weil Sie haben jetzt noch jetzt nur noch die Frau Blaske. Sie können sich ja gerne mit dem Mikro, und das geht sonst, melden. Jederzeit. Das war der allererste Code. Also dieser, jetzt noch einmal, der war für Sie gedacht. Aber an sich haben Sie sonst alle jetzt das freigeschaltet und jetzt können wir eigentlich schon loslegen. Und das ist vielleicht der Zeitpunkt, um Ihnen zu zeigen, diese Checklisten, die wir da haben. Und zwar finden Sie die auf www.veritas.at, den ganzen Weg. Und wenn Sie dann auf digitale Lernwelt gehen, da links, und dann auf digitales Klassenzimmer von Digi4School, dann haben wir auf der Seite auch ein Erklärvideo dazu, genau das, was wir jetzt gemeinsam gerade machen. Und der Link zu den Video-Tutorials direkt von Digi4School selbst. Und da sind diese Checklisten. Info für Lehrerinnen, Aufgaben mit interaktiven Übungen im digitalen Klassenzimmer stellen und auch für Schülerinnen. Und ich mache jetzt die einfach mal auf, die für Lehrerinnen. Und dann sehen Sie, das ist jetzt nur ein zweiseitiges PDF. Das können Sie dann natürlich auch gerne downloaden. Und das braucht man aber nur, ich sage mal, vielleicht sogar nur zweimal, weil es ist ja recht selbsterklärend. Und wenn man es mit dieser Checkliste zweimal durchgemacht hat mit den Schülerinnen, dann braucht man die Listen eigentlich nicht mehr, die Checklisten. Und genau das haben wir jetzt eigentlich schon gemacht. Also angemeldetes Authentifizieren, das ist eine Digi4School-Angelegenheit, das bin ich jetzt übersprungen. Legen Sie eine neue Klasse an, fügen Sie der neuen Klasse ein E-Book Plus hinzu und laden Sie Ihre Schülerinnen in diese Klasse ein, per Mail oder Klassencode. Also soweit sind wir, das haben wir erledigt. Und jetzt kommt der Bereich Aufgabe stellen. Dann, Moment, darf ich noch kurz unterbrechen, weil da hat es ein bisschen ein Durcheinander gegeben mit den Codes. Die Frau Blaske braucht doch einen eigenen, weil die Frau Zott hat ihren genommen. Aha, ich habe es mir fast gedacht. Ja, danke. Dann gehen wir noch einen weiter. So, dann ist der für die Frau Blaske. So, bitteschön. Und noch einer für den Herrn Stipper, bitte. Er ist noch wieder dazugekommen. Ja, großartig. Dann schaue ich wieder mal rein. Das sind ja dann offenbar noch mehr Mitglieder. Ja, super. Genau. Das heißt, auch bei Ihnen beiden sollte jetzt dieses Warndreieck dann einmal verschwinden. Herrn Stippe ist schon weg und bei der Frau Blaske wahrscheinlich auch bald. Genau, und ich habe Ihnen gerade gezeigt, wo Sie eben diese Checklisten finden. Das ist die für die Lehrerinnen und drunter ist die Checkliste für Schülerinnen. Die ist natürlich kürzer, die ist einseitig und wir haben das ganz fein granular aufgeteilt und erklärt, wirklich Schritt für Schritt. Sie werden sehen, das sind im Prinzip ja nur ein paar Mausklicks, aber wir wollten es heute fürs erste Mal wirklich ganz genau beschreiben und werde im Workshop das jetzt wirklich mit Ihnen durchgehen, aber jetzt nicht in dem PDF, sondern wirklich in einem Word-Dokument, damit ich das konkret auch wirklich so abhaken kann, wie Sie es vielleicht beim ersten Mal, die ersten Male in der Anwendung in der Klasse oder halt online dann auch machen werden. Das heißt, ich mache die PDFs, die Sie eben da finden, wäre das ein digitales Klassenzimmer, die mache ich jetzt wieder zu und öffne das Word, genau, kopieren wir einmal da diesen Hackel, das da oben, wie gesagt, haben wir gemacht und jetzt sind wir beim Bereich Aufgabe stellen und es beginnt so, also man meldet sich an auf Digi4School und dann heißt es, klicken Sie in der Digi4School Klasse
wo Sie eine Aufgabe stellen wollen, auf Ihr E-Book Plus. Das heißt, ich bin auf Digiverse Cool, ich klicke auf meine Klasse und dort drinnen, es ist wichtig, innerhalb der Klasse klicke ich auf mein E-Book Plus. Da passiert jetzt was, aber das muss uns jetzt gar nicht so weit interessieren. Also für die, die das Cook vielleicht schon kennen, man wird dann automatisch weitergeleitet aufs Cook, wo unsere E-Book Plus eben liegen. Sie sehen, ich habe das schon mal genutzt, ich lande eben nicht auf der Seite 1 oder am Cover, sondern mittendrin. Da bin ich offensichtlich beim letzten Mal aus dem E-Book ausgestiegen. Aber jetzt kann ich da mal meinen Hackerl machen. Zweiter Schritt. Klicken Sie, Klammer, ins Cook, aber nicht so wichtig, auf den Button zu den Aufgaben. Das ist da links oben. Also ich könnte jetzt natürlich durchs Buch blättern und das Buch nutzen und die Materialien zum Buch. Aber jetzt möchte ich zu den Aufgaben, wie es in der Checkliste steht. So. Und was ist da drinnen? Ganz wenig natürlich, weil die Klasse existiert ja gerade erst einmal seit einer Viertelstunde. Da ist der Name der Klasse. Da ist das Digiverse Cool Icon. Das sagt mir, das ist eine Digiverse Cool Klasse und jetzt keine native Cook Online Klasse, die es auch gibt, aber tut da jetzt nichts zur Sache. Ich habe auch hier natürlich meine Mitglieder und da ist der Bereich Aufgaben. Und da klicke ich jetzt auf Aufgabe anlegen. Und da drüben klicke ich, mache ich da ein Hackerl. Klicken Sie in der Klasse im Reiter Aufgaben auf Aufgabe anlegen. So, was ist der nächste Schritt? Vergeben Sie für die neue Aufgabe Titel, Beschreibung und Abgabedatum. Den Titel hole ich mir aus da. Das ist Prosa, da können Sie reinschreiben, was Sie möchten. Ich sage jetzt Grammar zu Task 65, weil das die interaktive Übung sein wird, die ich Ihnen gebe. Aber dann ist gestanden, ich muss noch ein Startdatum definieren. Nachdem wir das jetzt gleich machen wollen, muss es das heutige sein. Sonst könnte man da schon wieder was vorausplanen. Und ja, ich gebe Ihnen eine Woche Zeit. Und dann der wichtige, also jetzt muss ich wahrscheinlich einen Haken machen. Vergeben Sie Titel, Beschreibung und Abgabedatum. Ja, so, etwas anderes kopiert. So, check. Nächster Schritt. Fügen Sie eine oder mehrere interaktive Übungen von Easy, von diesem E-Book Plus hinzu. Das geht so, indem man eben da rechts auf interaktive Übung hinzufügen klickt. Und da sehen Sie jetzt die Liste der vorhandenen Übungen. Ich filter mir jetzt nur noch den Grammar, dann finde ich sie leichter. Und da ist Grammar zu Task 65. Und sage hinzufügen. Jetzt ist in diesem, ich nenne es immer Aufgabencontainer, der Titel drin, Startdatum, Abgabedatum, die angehängte interaktive Übung. Und jetzt, also da muss man natürlich wieder Hackern machen. Nächster Schritt, definieren Sie die Zielgruppe der Aufgabe, alle oder einzelne Schüler, Schülerinnen. Meistens wird man die, gehen wir da drauf, wird man immer die ganze Klasse nehmen, aber man muss nicht. Also man könnte sagen, ein Teil war auf Skikurs oder ein Teil war krank und ich gebe jetzt nur der Frau Denninger und der Frau Brandner die Aufgabe. Dann würde ich nur die zwei anhackern. Aber in der Regel meistens wird man alle Schülerinnen wählen. Das heißt, check. Und letzter Schritt, klicken Sie auf Fertigstellen. Die neue Aufgabe wird angezeigt. Das heißt, ich klicke auf Fertigstellen und sehe jetzt dann die neue Aufgabe. Grammar zu Task 65, zugewiesen am 21.03. Ich kann da mal mein finales Hackerl machen, im Bereich Aufgabe stellen. Und da unten steht dann noch, Ihre Schülerinnen erhalten eine Benachrichtigung über die gestellte Aufgabe innerhalb des digitalen Klassenzimmers. Und grau haben wir da dazu geschrieben. Und auch per Mail, falls diese Option im Digiforce School Profil aktiviert ist. Das heißt, jetzt ist der Lehrer einmal fertig bei Aufgabe kontrollieren. Das kommt natürlich erst, wenn die Schüler und Schülerinnen am Werk waren. Das heißt, ich mache jetzt die Checkliste für die Schülerinnen auf. Und da steht Aufgaben mit interaktiven Übungen von Easy im digitalen Klassenzimmer durchführen.
Führe diese Schritte durch. Melde dich auf www.digifus.at an. Jetzt nehme ich den anderen Browser. So, genau, ich habe mir mit dem, ich habe den gewechselt. So, zu Sheila, ich melde mich wieder an. Der Georg, der ist ja in dieser Klasse drin. Und jetzt machen wir das natürlich auch so, dass man gleichzeitig die Checkliste sieht. Lieber Herr Hofbauer, eine Frage. Um welche Uhrzeit wird die Aufgabe gestellt, wenn man sie im Vorhinein eingibt? Das ist eine gute Frage. Das kann ich nicht sagen. Ich würde vermuten 0 Uhr. Gute Frage, nehme ich mit. Kann ich Ihnen gar nicht sagen. Wenn man eben einen zukünftigen Tag auswählt. Ja, danke. Gerne, aber wie gesagt, hundertprozentig sicher nicht. Aber wäre mal meine Vermutung, weil wenn ich nur einen Tag nehme, müsste man ausprobieren, ob vielleicht eine Zeitauswahl kommt. Ich habe das tatsächlich noch nie gemacht, weil ich mache es fast immer nur bei Workshops und da brauche ich es natürlich immer am selben Tag. Schüler, angemeldet. Melde dich auf www.digifus.at. Öffne die Klasse, in der eine Aufgabe gestellt wurde. Also ich gehe nochmal raus, bin in Digifus cool. Und weil man kann ja mehrere Klassen haben. Und ich öffne die Klasse, in der die Aufgabe gestellt wurde. Die Kommunikation von der Lehrperson zu den Schülern, ich habe euch eine Aufgabe gestellt, wird ja wahrscheinlich normal laufen im Klassenzimmer oder halt mit dem Kommunikationskanal, den sie halt nutzen, um mit ihren Schülerinnen zu kommunizieren, wenn es jetzt wirklich wieder mal Distance Teaching oder so wäre. Und dann wissen die Schüler, sie haben eine neue Aufgabe und dann gehen sie nach der Liste vor. Also, melden sich an, klicken, öffne die Klasse, in der eine Aufgabe gestellt wurde. Klicke in der Benachrichtigung, dass eine Aufgabe gestellt wurde, auf den Klassenlink. Sie sehen schon da rechts, der Schüler sieht, aha, da gibt es neue Benachrichtigungen. Die viermal Material erklären sich so, dass Easy, unser Englischlehrwerk, aus vier Teilen besteht. Und die sind halt alle hinzugefügt worden. Und da oben steht, neue Aufgabe in der Klasse. Und dann steht, hallo Georg Schüler, dir wurde eine neue Aufgabe mit dem Titel Grammar zu Task 65 und dem Abgabedatum 29.03. in der Klasse E-Education Praxistage gestellt. Und das ist ein Link. Ist jetzt nicht super gut zu sehen, darum haben wir es da beschrieben. Auf den Link klicken Sie, auch Sie jetzt, falls Sie schon parallel mitmachen wollen, am Handy drauf. Und dann werden sie weitergeleitet. Die macht aber mein Hacker. So, und jetzt muss ich da eigentlich immer endlich auf die Handyansicht wechseln, weil, wie gesagt, die Zeit, wie das am Smartphone funktioniert. Und schaut so aus, im Bereich Aufgaben sehen Sie eben auch jetzt, da steht nur Grammar zu Task 65 zugewiesen am 21.03. noch 8 Tage Zeit. Und dann klicken Sie bitte neben auf Öffnen oder am Smartphone ist es eben das Ordnersymbol. Das heißt, okay, da mal Hackerl. Nächster Schritt, du landest im Aufgabencontainer. Hier siehst du Titel und Beschreibung der Aufgabe, das Abgabedatum, die angehängte interaktive Übung und den Button Aufgabe öffnen. Klicke darauf. Das ist der Button Aufgabe öffnen. Also der ist in der PC-Ansicht ausgeschrieben mit Aufgabe öffnen. Und in der Smartphone-Ansicht ist eben so ein Play-Button. Da klickt man drauf. Dann geht in einem neuen Tab die eigentliche interaktive Übung auf. Und jetzt bitte Vorsicht und auch den Schülerinnen sagen, das ist die interaktive Übung. Die Aufgabe ist das andere mit dem Container, mit dem Abgabedatum und so. Also auch wenn man diese Übung fertig gemacht hat, hat man sie noch nicht bei der Lehrperson abgegeben. Aber das gehen wir jetzt Schritt für Schritt durch. Look at the word pass and choose the correct sentences. Bus, car. Bus is bigger than a car. My bike is newer than dad's old bike. A motorbike is faster than a bicycle. Jetzt haben wir einen Fehler ein. A mouse is smaller than a fly. Dann kommt der Check-Button. Da klickt man drauf, dann sieht man, was war richtig, was war falsch. Man klickt oder tippt am Handy auf Go On. Oben. Schau, wo geht mein Ding? Da, genau da.
sieht man eins von drei. Also ich weiß, es kommen noch geringe Systemressourcen. Ich hoffe, das wird jetzt kein Problem. Ich bin jetzt in der zweiten Teilübung. Fill the gaps. Excellent. Your idea is. Und jetzt klicke ich unten auf ein T und dann noch ein T. Better than mine. Freddy is. Worse at maths than at English. Grog's tongue was shorter when he was young. My mother's hair is longer than my father's hair. And a Porsche is fast. Oops. Und wenn man einen Fehler gemacht hat, einfach noch einmal auf den Buchstaben drauf. Klicken, tippen, dann geht er wieder runter. The Porsche is faster than a lot of other cars. Check. Sehr gut, das war jetzt richtig. Jetzt komme ich zur dritten, da muss man jetzt tippen. Short, shorter. Good, better. Bad, worse. Long, longer. Fast, faster. Check. Dann kommt der Button Show Result. Da klickt er. Drauf, dann kommt das Ergebnis. 17 out of 18. Sehr gut. Und dann klicke ich auf Done oder tippe. Dann schließt sich dieser Tab. Und wichtig, ich bin jetzt wieder in diesem Aufgabencontainer. Ah ja, und links habe ich natürlich wieder vergessen, die Haken zu machen. Also ich habe auf Aufgabe öffnen geklickt. Ich habe jetzt in diesem neuen Browser-Tab die interaktive Übung durchgeführt, am Ende auf Show Result geklickt und dann auf Done. Auch das habe ich schon gemacht. Und da bin ich jetzt. Du landest dann wieder im Aufgabencontainer. Links siehst du deinen erreichten Score. Also da. 17 von 18, 94%. Im Feld Antwort kannst du eine Nachricht an deine Lehrerin, deinen Lehrer eintippen. Bin schon sehr sinnig, bin schon fertig. Check. Und das letzte, aber wichtig, klicke im Aufgabencontainer auf den Button Abgeben rechts unten, um deine Aufgabe wirklich abzugeben. Das heißt, ich klicke jetzt auf Abgeben und dann ändert sich was. Man hat es vielleicht sogar gesehen, da der Status hat sich geändert, da steht jetzt Antwort über, steht größer, geht wirklich, Antwort übermittelt am 21.03. Und unten steht jetzt noch in der Checkliste, deine Lehrperson erhält eine Benachrichtigung, kann sich deine Aufgabe mit der interaktiven Übung ansehen und dir im Aufgabencontainer eine Nachricht schreiben. Und den Teil, den zeige ich Ihnen jetzt wieder in der Lehrersicht. Das heißt, ich kann die Schüler-Checkliste zumachen. Mache wieder meine Lehrer-Checkliste auf. Der Bereich Aufgabe kontrollieren. Wechsle den Browser. Bin da wieder. Das mache ich so. Bin da auf DigiForce Cool als Lehrer. Öffne die Klasse, um die es geht. Und habe, Sie sehen es, viele, viele Benachrichtigungen schon bekommen. Und zwar Schüler Philipp Veit hat eine Aufgabe abgegeben, Margit Pollek, Georg Schüler und Mone Denninger. Und dann öffne ich, also jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, ich muss nach der Liste vorgehen, als Lehrer. Die eine ist, ich mache es wieder gleich, ich klicke, und so haben wir es auch beschrieben, in der Benachrichtigung klicke ich auf den Klassenlink. Und dann werde ich wieder weitergeleitet aufs Cook direkt in den Bereich Aufgaben. Sie können natürlich auch innerhalb der Klasse aufs E-Book Plus klicken, dann werden Sie auch aufs Cook weitergeleitet, landen halt zuerst im E-Book und müssen auf den Button zu den Aufgaben klicken, dann haben Sie die Aufgabe natürlich auch vorliegen. Und da sehe ich jetzt als Lehrer, meine Aufgabe Grammar zu Task 65 haben 4 von 8 abgegeben und noch, ich habe noch 0 von 4 bewertet. Und da sehe ich jetzt, und das kann ich jetzt auch sortieren, schnell einmal im Überblick, wer hat die Aufgabe noch nicht geöffnet, bei wem ist sie noch ausständig, und also die sind wahrscheinlich gerade dabei, und wer hat schon abgegeben.
Und jetzt sind sie natürlich alle so gut und brav und haben alle 18 von 18 erreicht. Ich nehme aber trotzdem zuerst vielleicht jemand von Ihnen, damit es nicht so noch selbst gemacht ausschaut. Nehme ich gleich Sie, Frau Pollek. Und wie geht es jetzt? Klicken Sie auf den Titel der Aufgabe. So, warten Sie mal, meinen Hackerl wiederholen. So. Klicken Sie auf den Titel der Aufgabe, das habe ich auch schon gemacht. Klicken Sie neben dem Namen der jeweiligen Schülerin oder Schüler auf Öffnen. Das heißt, ich klicke jetzt da, ich sehe schon, die Frau Pollek hat alles erreicht, aber das heißt, ich klicke jetzt auf Öffnen. Und jetzt geht der Aufgabencontainer der Schülerin, in dem Fall Margit Pollek, auf. Ich sehe da den Schülernamen, ich sehe die erste Abgabe war am 21.03. Sie hat mir nichts geschrieben, hätte können. Ich sehe da noch einmal den Score. Und kann jetzt, und das ist der nächste Schritt, klicken Sie, also das haben wir schon, klicken Sie im Aufgabencontainer auf den Button Antwort ansehen. Noch ein Hackel gleich, sonst vergesse ich wieder. Und dann geht im Browser ein neuer Tab auf, ein neuer Reiter, und da wird drinnen ein automatisch erstelltes PDF angezeigt. Und in diesem PDF haben Sie den Namen der Aufgabe, den Sie vergeben haben. Sie haben dass eine angehängte Übung ist. Sie haben den Namen natürlich ganz wichtig, der Schülerin oder des Schülers. Und Sie haben rechts in dem PDF das Abgabedatum. Und ich sehe da schon, es hat vier Seiten, dieses PDF. Und es beginnt im Prinzip mit dem, was die Schülerin zuletzt gesehen hat, nämlich mit der Endabrechnung sozusagen. Und dann, wenn ich weiter scroll, sehe ich, Teilübung für Teilübung, wie die Schülerinnen und Schüler abgeschnitten haben. Ich kann dann einfach wieder das PDF schließen. Ah ja, jetzt zeige ich Ihnen beim nächsten. Und kann jetzt sagen, super, weiter so und sage annehmen. Dann ändert sich der Status bei mir und auch bei Ihnen, Frau Pollek, auf angenommen. Und wenn ich jetzt schaue, ich aktualisiere mal. Jetzt hat sich was geändert und habe jetzt mal auf F5 geklickt. Warum habe ich so geringe Systemressourcen? Ich weiß es nicht. Ja, genau. Ich bin so frei, Frau Blaske, und nehme Sie als Beispiel. Gehe auf Öffnen. Gehe auf Antwort ansehen. Sehe wieder dieses generierte PDF, sehe hier den Gesamtscore und da sehe ich eben, was war richtig, was war falsch, rot und grün. Und dieses PDF kriegt natürlich jede Schülerin und jeder Schüler für sich auch. Die können das ja auch machen, in die Aufgabe reingehen. Ich kann Ihnen nicht zeigen. Und im Nachhinein noch einmal schauen. Aber Sie kriegen vor allem auch die Rückmeldung der Lehrperson. Und das hat natürlich nur einen Sinn, damit ich es Ihnen zeigen kann. Frau Blaske, ich bin jetzt streng und sage, bitte noch einmal, und sage erneut zuweisen. Dann müssten Sie die Aufgabe noch einmal machen. Und wenn ich jetzt beim Georg Schüler reinschreibe, Georg, einen Fehler, besser ist auch etwas, egal, und annehmen sagt. Und so arbeite ich mich durch meine Schülerinnen alle durch. Dann zeige ich Ihnen jetzt, und da habe ich natürlich alle Hackerl vergessen zu machen. Also Sie sehen, es ist so kleinteilig, es geht ganz schnell. Kann da eingeben, annehmen oder erneut zuweisen. Und der Schüler, muss ich da wieder herumschieben. Der Schüler, wenn der dann wieder auf Digi4School einsteigt und vom Lehrer eben gehört hat, du, ich habe jetzt deine Aufgabe angeschaut, hat er dann auch die Benachrichtigung, deine Aufgabe Grammar zu Task 65 wurde bewertet, geht her, kriegt wieder den Link, kommt hin und sieht dann eben in dem Aufgabencontainer das, was die Lehrperson da reingeschrieben hat. Gut, Georg, den Baba und so weiter. Und diese, und das wollte ich noch zeigen vorher, genau, jetzt schauen wir noch anderes an. Dieses PDF, aber das ist, glaube ich, selbstverständlich,
können Sie natürlich wie jedes PDF ausdrucken oder downloaden und abspeichern und eben, wenn man möchte, auch zur Bewertung oder so verwenden. Und genauso funktioniert es. Und mit diesen Checklisten, die wir da eben anbieten, hoffen wir, dass wir das erleichtern. Und da, dieses Erklärvideo, das ist auf unserem YouTube-Channel, jetzt kommt fürchtlicher Werbung zuerst, wie immer, das ist die Aufzeichnung aus einem Webinar. Mein Name ist Madeleine Sinekovic, ich bin Leiterin vom Kindergarten St. Peter. So. Melden Sie sich auf www.digi4school an. Und Sie sehen da schon, das ist im Prinzip genau das, was wir jetzt gemacht haben. Und wenn Sie möchten, können Sie sich das da in Ruhe noch einmal anschauen. Das ist ein Ausschnitt aus einem Webinar, das wir gehalten haben, das über Plus optimal nutzen. Und dieses Video behandelt eben genau den Bereich Aufgaben mit interaktiven Übungen in digitalen Klassen, sind wir von Digi4School. Und das haben wir auch verlinkt auch direkt auf www.skook.at selbst. Also wenn Sie einfach auf Skook gehen und dann links auf diese Kachel klicken, landen Sie im Demo-E-Book Plus von unserer Deutschstunde 2 Basis und dann poppt da rechts, so muss ich jetzt da verschieben. So, jetzt war alles schwarz bei mir kurz. Meine Systemressourcen machen komische Dinge, Folgen. Dann poppt das sogenanntes Pop-out-Widget herauf. Also Sie haben da das E-Book Plus, in dem Fall zur Deutschstunde, das ist jetzt frei. Die ersten 46 Seiten, da können Sie sich das E-Book anschauen, die Übungen und die Materialien. Und da ist auch dieses Erklärvideo verlinkt und auch diese Checklisten für Lehrerinnen und für Schülerinnen. Also es gibt mehrere Wege, wie Sie zu diesen Materialien kommen können. Und ich bin an sich jetzt durch und jetzt schaue ich mal in den bimmelt das Handy. Das Handy bimmelt nicht. Es ist so, dass wenn man auf Digi4School das eingegeben hat, aber davon würde ich eher abraten. So, jetzt Digi4School komplett zugemacht. Dass im Profil ich habe es nur aktiviert, um das ab und zu herzuzeigen. Aber dieses Benachrichtigungen per E-Mail erhalten, als Lehrperson würde ich das an Ihrer Stelle sowieso ausschalten, weil wenn 25 Schüler eine Aufgabe abgeben, kriegen sie 25 Mails. Ich glaube, es reicht, wenn man das deaktiviert und einfach sowieso regelmäßig auf Digi4School in seine Klassen hineinschaut. Und dann sehe ich wenn ich jetzt eine Klasse öffne, gibt es neue Benachrichtigungen oder nicht. Und da bimmelt dann nichts. Gibt es sonst noch Fragen oder so irgendwas Konkretes noch herzeigen? Inzwischen ist es ein bisschen finster bei mir. Mich würde interessieren, wie das ist, wenn ich jetzt mehrere Aufgaben vergebe und es gibt ja immer eine Score, ob das dann auch irgendwie aufsummiert wird. Ja. Also, dann gibt es eine Übersicht, was der Schüler schon alles erreicht hat insgesamt, oder? Ah, das ist nett, fürchte ich, wenn ich Sie richtig verstehe. Also man kann ja bei einer Aufgabe nicht nur eine interaktive Übung anhängen, sondern beliebig viele. Und die interaktiven Übungen bestehen aus unterschiedlich vielen Items. Und was Sie dann kriegen, ist, habe ich es noch offen, bei diesem Score, da kriegen Sie natürlich dann den Gesamtscore. Und dann kann man sich eben jeweils anschauen. Dass es pro Schüler zusammen, also kumuliert wird sozusagen, Sie meinen jetzt in der Klasse. Ja, ich gehe schnell rein. In dieser Liste. Sie meinen da, dass da die da sieht man, wann eben welche Aufgabe abgegeben wurde und wie gut man abgeschnitten hat. Und das wächst halt dann mit der Zeit. Das ist, also es gibt ja nur zwei Reiter in der Klasse dann. Das ist Aufgaben und Mitglieder. Und bei Mitglieder hinten bei den einzelnen Namen ist immer dieses I. Und da hat man, also der Georg ist wahrscheinlich interessant, da könnte ich mir vorstellen. Nein, der hat auch nur. Ah ja, klar, die Klasse ist ja komplett neu.
Aber wenn Sie in dieser Klasse weitere Aufgaben geben, haben Sie die in dieser Liste alle benannt, genau. Und können dann eben noch Datum sortieren, noch Aufgabe, noch Status oder noch Score. Ja, danke. Es ist noch eine Frage im Chat. Kann man eine Übung öfter anwenden in unterschiedlichen Aufgabenstellungen? Selbstverständlich. Immer wieder. Also der Pool ist relativ groß von Übungen. Ich mache einfach nochmal Aufgabe anlegen, die interaktive Übung hinzufügen und Sie sehen, also es gibt da relativ viele Übungen und die kann man alle, Sie sehen ja, es sind viele, die bestehen ja dann auch immer aus mehreren Teilübungen und die können Sie beliebig kombinieren und auch natürlich wiederverwenden, ganz klar. Und dann war auch noch die Frage, ob man die Übersichtsliste von diesen ganzen Aufgaben auch nach Excel exportieren kann. Das fürchte ich noch nicht. Ich glaube, das ist auf unserer Liste. Also pro Schüler jetzt beispielsweise das da, sehe ich aktuell noch keinen Button. Nehme ich aber gern mit. Falls nicht eh schon auf unserer Nice-to-Have- oder Must-Have-Liste ist, dass das noch kommen soll. Und die nächste Frage war, können die Fehler von Schülerinnen und Schülern verbessert werden? Die Schüler, also wenn eine Aufgabe abgegeben ist, ist sie abgegeben. Das ist wie in der analogen Welt, wenn ich dem Lehrer mein Heft gegeben habe, hat der Lehrer das Heft und ich kann in dem Heft nichts mehr ändern. Aber was schon geht, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, am Ende der interaktiven Übung, wo wir dann auf Done geklickt haben, war so ein der Kreis, wie man es im Cursor, also im Browser hat, so dieser Kreis mit der Pfeilspitze. Das ist ein Redo-Button. Und wenn der Schüler, er merkt es ja mit Rot und Grün pro Teilübung, er hat gut abgeschnitten oder sie hat schlecht abgeschnitten. Und wenn sie sehr schlecht abgeschnitten hat, kann sie den Redo-Button drücken und diese interaktive Übung von vorne einfach noch einmal machen. Und dann auf Dann klicken. Und solange man nicht auf Abgeben klickt, hat man ja sowieso die Hoheit drüber. Also ich bin jetzt nicht darauf eingegangen, aber es gibt im Aufgabencontainer als Schüler ja drei Buttons. Es gibt den Button Abgeben, es gibt den Button Speichern und Schließen und es gibt den Button Abbrechen oder Schließen. Also man kann auch durchaus beginnen, falls es mehrere interaktive Übungen sind, einmal eine oder zwei machen, dann auf Speichern und Schließen klicken, weil man hat ja in der Regel mehrere Tage Zeit und dann später weitermachen. Aber sobald man auf Abgeben geklickt hat, ist die Aufgabe abgegeben und kann dann nicht mehr geändert werden. Ja, also ich sehe jetzt keine neue Frage mehr. Vielleicht an die Teilnehmer noch, wenn sie noch irgendwas wissen wollen, gerne. Wenn nicht, wunderbar. Wie gesagt, aufs Cook. Direkt at skook.at, die Kachel führt Sie zu diesen Materialien und ins E-Book Plus. Das E-Book Plus zu Easy 2 haben viele von Ihnen ja jetzt eben 7 Jahre lang, können Sie damit schalten und walten und arbeiten. Und sonst auf veritas.at links auf digitale Lernwelt und dann auf digitales Klassenzimmer von Digi4School. Und weil die Frau Denninger immer dabei ist, am 7. April, und ich hoffe, es bleibt in Präsenz, werde ich im Prinzip diesen Workshop auch bei den EduDays in Krems abhalten, hoffentlich dann eben in Präsenz, weil dann selbst da wirklich am Handy das machen kann. Ja, auf das bleibt freuen wir uns alle schon. Ich werde auch dabei sein in Präsenz. Und die Frau Denninger hat auch gerade gepostet. Genau, ich bloß Juhu zugeschrieben. Ja, also wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, ich glaube, das war recht informativ gebracht, dann darf ich mich mal herzlich bedanken, auch für die tolle Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen. Die Kollegin Denninger hat auch schon den Link von den EduDays in den Chat gepostet. Also natürlich, wenn wir uns persönlich einmal treffen wollen, dann wäre das eine gute Gelegenheit. Der Herr Hofbauer hat auch noch seine E-Mail-Adresse gepostet. Also ich glaube, wir sind gut informiert und jeder kann sich vorstellen, wie man das jetzt
mit dem Fluss erledigen kann. Und ja, es ist auch recht praktisch, dass man das mit dem Smartphone machen kann, weil manche Schülerinnen und Schüler haben halt noch kein Tablet oder anderes Device. Das haben sie auf alle Fälle, also zumindest in der Sekundarstufe. Genau. Und ja, dann darf ich mich herzlich bedanken und jetzt haben wir uns den schönen Abend wohl verdient, glaube ich. Danke auch, dass Sie so fleißig mitgetan haben. Ich beende mal die Aufzeichnung.